Du möchtest also H5P selber betreiben. Das ist gut. Und es soll in einem Moodle sein. Hoffe ich. Sonst bist das, bin ich für das Video falsch. Warum ist das überhaupt so komisch? H5P läuft nicht alleine auf einem eigenen Server. Einfach aus zwei verschiedenen Gründen. Der erste ist, es soll ja auf verschiedenen Plattformen laufen. Und dann nutzt man automatisch Plugin-Systeme für die verschiedenen Plattformen, damit das da drin ist. Zweiter Grund ist, man hat da nämlich diverse Vorteile. Man muss nämlich das Rad nicht neu erfinden. So was wie Nutzerverwaltung bringt eben Moodle mit. Moodle bringt auch ein Gradebook mit, wo man halt nachsehen kann, wer wann welche Aufgabe wie gut bearbeitet hat. Und von daher klinkt man sich da einfach ein, anstatt das alles nochmal neu zu entwerfen. So, also soll ein Moodle sein. Auch der Hinweis, wenn du Moodle 3.9 benutzt oder später, dann brauchst du das H5P-Plugin gar nicht zu installieren. H5P ist da schon integriert und sogar schöner. So, das heißt, wenn ihr noch vielleicht auf 3.8 seid, kannst du überlegen, das Plugin zu installieren, ohne einfach noch ein bisschen zu warten. Und wenn ihr eh auf 3.9 aktualisiert, dann habt ihr H5P automatisch mit drin und du musst gar nichts tun. So, wenn es aber eine frühere Version ist, ich glaube 3.5 ist sogar noch auch recht beliebt, das höre ich irgendwie sehr häufig, dass Leute noch Moodle 3.5 benutzen, dann brauchst du das Plugin, geht aber, ich glaube, bis Version 2.7 zurück. Ja, dann muss man es installieren und dann gucken wir uns das jetzt einfach mal an. Das hier ist ein Moodle 3.8, ist aber nicht schick gemacht, also kein Theme installiert, ist nichts groß gemacht, nicht mal eine deutsche Sprachdatei. Und das ist das Dashboard und man geht einfach hier oben in das Menü. Und das ist jetzt wirklich nicht überraschend, man geht auf Site Administration und geht dann auf Plugins und geht dann auf Install Plugins. So, erste kleine Hürde, jetzt braucht man eine Datei, die man hier hochladen kann, das ist das Plugin und das kann man sich entweder direkt installieren über dieses Moodle Plugin Directory oder man lädt sich da die Datei runter, das mache ich jetzt einfach mal, also ich gehe mal dahin und jetzt könnte ich mich da einloggen, ich habe da kein Konto, meine ich. Dann gibt man auf Browse Plugins und kann sich die aber auch so darunter laden. Also das ist das Ganze und wir suchen jetzt einfach mal nach H5P. Und ganz links ist es auch schon. Hier klicken wir drauf. Und jetzt seht ihr eben noch die ganzen Infos. Genau, Moodle 2.7 bis 3.9. Also ihr könnt es natürlich auch in 3.9 installieren, wenn ihr wollt, aber ergibt jetzt keinen Sinn. Wahrscheinlich macht es eher Schwierigkeiten an irgendeiner Stelle. Also wir sind in 3.8. Wir laden das mal runter. Und ich speichere es einfach mal kurz auf meinem Desktop. So, das war es auch schon. Und dann springe ich einfach einmal wieder zurück zu meinem Moodle. Und jetzt kann ich hier genau die Datei auswählen, die ich gerade runtergeladen habe. Zack. Und lade die hoch. So, und das war's. Jetzt ist das da im Prinzip drin. Also ich klicke auf Upload this file. Jetzt ist es da erstmal im System. Und jetzt sage ich, installiere bitte das Plugin aus diesem File. So, das geht jetzt auch super schnell. Also ist jetzt nicht viel zu machen. Das ist jetzt installiert. Ein bisschen Datenbankkrempel muss noch gemacht werden. Das kommt gleich. Also ich gehe jetzt hier auf Weiter. Jetzt tut er noch ein bisschen was im Hintergrund. So, jetzt seht ihr genau, ne? Ich habe hier ein paar Sachen eben noch nicht schön schick eingestellt, also weist er mich nochmal drauf hin. Ich scrolle runter, aber er sagt, nö, dein Server, der erfüllt schon die Bedingungen und ich klicke wieder auf Weiter. Und jetzt ist es wirklich fast installiert. Also H5P ist jetzt drin, jetzt muss ich die Datenbank von Moodle nochmal aktualisieren, also ihr könnt hier im Prinzip immer auf Weiter klicken. Und so, das war's jetzt. Was hier automatisch passiert, ist, dass H5P auch mit dem H5P-Hub verbunden wird. Das heißt, das ist das, wo ihr euch Inhaltstypen runterladen könnt und wo die aktualisiert werden. Einige Admins, speziell in Hochschulen, die mögen das nicht so gerne, die müssen das dann ausstellen. Die wollen halt immer die volle Kontrolle darauf haben, was auf dem eigenen Server installiert wird, ist ja aus deren Sicht verständlich. Macht es nur ein bisschen umständlicher. So, aber das ist im Prinzip durch. Wir können jetzt weitergehen. Landet direkt nochmal bei der Einstellungsseite. Die kann man natürlich später auch nochmal aufrufen, aber es ist ganz gut, dass man da nochmal guckt. Es sind ein paar schöne Sachen da. Also was man machen kann, wenn man das möchte, man könnte hier diesen Haken setzen bei Save Content State. Und das ist eine Funktion einfach um das, wie sagt man das? Also es speichert die Zwischenstände von Aufgaben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein langes Video habe mit 10 Aufgaben drin und ich habe 5 Aufgaben schon bearbeitet und ich möchte jetzt eine Pause machen, aber ich will meinen Rechner auch nicht anlassen oder sowas, dann stelle ich, wenn diese Funktion hier eingestellt ist, dann wird erstens automatisch alle 30 Sekunden oder wenn ich 10 eintrage, alle 10 Sekunden der Zwischenstand gespeichert für den Benutzer oder die Benutzerin. Und wenn die wiederkommt, dann hat sie vielleicht 5 Aufgaben eben schon bearbeitet und da kann sie einfach direkt nahtlos weitermachen, ohne die nochmal machen zu müssen. Das kann man damit machen.
Und es geht, ist eben nicht nur im Intervall, auch immer, wenn irgendwo auf Check, auf Überprüfen geklickt wird, dann wird auch der Zwischenstand gespeichert. Das macht man damit. Dann Nutzungsbedingungen, Nutzungsstatistiken kann man anlassen, kann man auch ausmachen. Das sind keine personenbezogene Daten, das ist wirklich nur, wie viele Inhalte liegen auf dem System und welche sind das, die erstellt werden, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Inhalte sind denn beliebt. Das ist noch ganz interessant, wer H5P kennt. Darunter ist ja eine Leiste, da sind drei, oder wie, nachdem wie man zählt, vier Knöpfe. Und da kann man jetzt sagen, wie so die Grundeinstellung sein soll. Also zum Beispiel der Download-Knopf, soll der immer sichtbar sein oder nie sichtbar sein oder nur wenn der Benutzer eine bestimmte Berechtigung hat oder soll sich das der Autor überlegen können, ganz individuell, je nach Inhalt. Das kann man halt hier noch einstellen. Genauso für den Einbettknopf, den Urheberrechtsknopf kann man per se ausschalten, wenn man den nicht haben will. Diesen kleinen H5P-Knopf kann man ausschalten. Und der unten ist speziell für Moodle interessant, weil es gibt so ein paar Inhaltstypen, die brauchen noch sowas wie einen Learning Record Store. Kann man alles irgendwie in Moodle integrieren, also so für spezielle Fragebögen. Wenn man den Knopf hier nicht anhakt, dann kriegt man einige Inhaltstypen nicht angezeigt. Ich glaube, es sind nur zwei, bin mir nicht ganz sicher. Also das kann man auch noch machen. Und das war es im Prinzip. Man speichert seine Einstellungen und bekommt nochmal einen neuen Hinweis. Na klar, ich weiß, es ist nicht die neueste Version, gibt eine neuere. Es gibt auch drei neuen, habe ich jetzt halt noch nicht. So, wenn wir jetzt einfach nochmal in irgendeinen Kurs reingehen, damit ihr seht, dass das auch funktioniert. Hier sind meine Kurse. Zack. Hier ist mein Testkurs. Da ist er. Da kann ich ihn mir angucken. Das ist ein Testkurs und ihr seht schon, der Bearbeitungsmodus ist hier tatsächlich schon an. Sonst müsste man den hier erst anstellen. Und dann kann ich hier, wie ihr es kennt von Moodle, wenn ihr Moodle kennt, da Aktivitäten hinzuschieben, hinzufügen und das kann eben auch H5P sein, Interactive Content. Ich sage Add und jetzt kennt ihr das Ding hier in dem blauen Kasten, das ist halt der H5P Hub. So, da ist jetzt noch nichts installiert. Kann man tatsächlich einzeln installieren, weil man ja vielleicht nicht alles braucht und sich seinen Server nicht vollmüllen möchte. Ne? Da sind wieder die Admins, die Sachen, die nicht gebraucht werden, auch nicht installieren. Wenn man doch alles haben will, gibt es einen kleinen, also man kann sich das jetzt einzeln installieren. Wenn man doch viel haben will, gibt es einen kleinen Trick. Und das macht man über Calm. Das heißt, ich klicke da mal drauf auf Get. Calm ist ein Inhaltstyp, wo man ja verschiedene Inhalte untereinander anordnen kann. Also Kurspräsentationen und interaktive Videos. Und wenn ich den jetzt hier über den Klick auf Install installiere, dann wird nicht nur Calm installiert, sondern auch die ganzen Sachen, die Calm halt benutzen kann. Zum Beispiel eben Kurspräsentationen und interaktive Videos, Multiple-Choice-Fragen, Lückentexte, Bilder, ich weiß gar nicht, was da alles drin ist, das ist ganz viel. Und das lädt er sich jetzt halt alles vom Server runter, von, der Server hat keinen Namen, das ist halt der Hub-Server. Da installiert er sich jetzt die Inhaltstypen und ihr werdet gleich sehen, wenn ich damit durch bin, dauert jetzt natürlich einen kleinen Moment, weil er da doch ein paar Daten aus dem Netz ziehen muss, aber der Server ein bisschen was tun muss, und sagt, okay, habe ich installiert, jetzt sagt hier auch nicht verwundern, hier steht 96, Bibliotheken, nicht jeder Inhaltstyp ist, also jeder Inhaltstyp ist eine Bibliothek, es gibt aber auch so ein paar kleine Bibliotheken, die kein Inhaltstyp sind, die auch gebraucht werden. Das ist also nichts Schlimmes. So, die hat er alles installiert, und wenn wir zurückgehen, dann seht ihr, okay, interaktives Video könnte ich jetzt schon nutzen, ist da, und diverse andere Sachen sind auch da, und so ein paar andere Sachen, Flashcards sind halt noch nicht runtergeladen, weil Calm die nicht integriert hat, oder Image Slider und so ein paar andere Geschichten, aber jetzt könnt ihr im Prinzip loslegen und schön H5P-Inhalte erstellen.